Mir ist noch was eingefallen. Bevor wir zu den eigentlichen fachspezifischen Fragen kommen, muss ich noch auf eine Kategorie von Kommentaren eingehen, beziehungsweise auf ein interessantes Phänomen, nämlich, also Verschwörungstheorien, da gibt es ja teilweise Dinge, das mag sich dann irgendwann im Nachhinein herausstellen, dass das sogar gestimmt hat. Das ist so. Das ist so. Deswegen muss man vorsichtig sein. Es ist ja heutzutage sehr einfach, einfach zu sagen, ist eine Verschwörungstheorie, ist Blödsinn. Sondern es ist ja schon möglich, dass die teilweise sich dann was wirklich wahr herausstellen. Das gibt es ja auch. Es gibt allerdings ein paar Theorien, die sind halt etwas abwegiger als andere. Ja? Echsenmenschen in der Hohlerde, Flacherde und so ein Schwachsinn. Das ist ein bisschen abwegiger als eben zum Beispiel diese Sachen mit der Wikipedia-Verschwörung, dass da irgendwelche größeren Mächte Wikipedia manipulieren. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das stimmt. In welchem Fall, in welchem Maß und wie sehr und so weiter, das müsste man wirklich ganz, ganz krass im Detail eben sich entsprechend anschauen. Aber da müssen wir schon wirklich so ein bisschen differenzieren. Ne? Man kann natürlich auch sagen, dass die Wikipedia-Verschwörung in Anführungszeichen auch eine von diesen Verschwörungstheorien ist. Und vielleicht ist sie das auch, ich weiß es nicht, aber sie ist jedenfalls aus meiner Sicht schon mal naheliegender als die Flacherde, ne? Zum Beispiel. Gut, und jetzt gibt es da ja auch die, ich denke, man darf es Verschwörungstheorie nennen, also zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass es eine ist, und zwar eine blödsinnige, dass wegen dem 5G-Netz die Husrindenkrankheit erfunden wurde. Und die gibt es gar nicht. Wir müssen jetzt natürlich noch mal ein bisschen differenzieren. Hat man die Krankheit einfach nur erfunden und sie existiert nicht? Also sprich, gibt es einfach nur den Vorwand, die Bäume wären krank und müssen gefällt werden, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet? Und dann werden eigentlich gesunde Bäume gefällt? Das wäre jetzt der krasseste Fall der Verschwörungstheorie. Oder hat man die entsprechende Krankheit im Labor gezüchtet und ausgebracht, um eben jetzt besser Bäume fallen zu können, das wäre ein etwas weniger krasse Fall. Oder ist die Krankheit tatsächlich natürlich und man hat sie nur ausgebreitet, um eben entsprechend wieder Bäume fällen zu können, um Handymasten aufstellen zu können. So, jetzt die Leute, die daran glauben, dass irgend sowas in der Richtung zutrifft, meinetwegen jetzt der am wenigsten krasseste Fall, dass man einfach die Krankheit künstlich verbreitet hat. Sie existiert, sie ist auch auf natürlichem Wege entstanden, aber man hat sie künstlich noch weiter ausgebracht. Sowas macht keinen Sinn. Und die anderen Dinger machen natürlich noch viel weniger Sinn. Ja? Weil, folgendes, mehrere Argumente. Erstens, wenn der Handystrahlung generell Blattwerk im Weg ist, ne, für dieses 5G-Netz, weil das so eine so energiereiche Strahlung ist, die von diesen Masten ausgeht, dass sie durch Laub, Wald oder durch generell Wald nicht gut durchkommt, weil da zu viele Blätter hängen. Ja? Dann, wenn das so ist, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, warum fördert man oder erfindet oder tut so, als würde sie existieren, dann bitteschön eine Krankheit, die lediglich eine einzige Baumart befällt. Ja? Also wenn man wirklich den ganzen Wald weghaben möchte, warum dann nur eine Krankheit, die einen einzigen Baum befällt? Und dazu noch eine Baumart, die jetzt keinesfalls in irgendeinem schönen Raster über die komplette Bundesrepublik verteilt, überall so in einzelnen Häufchen vorkommt, die, wenn sie alle ausfallen, perfekte Plätze für Sendetürme hinterlassen würden. Das ist nicht so. Das ist beim Bergahorn ganz bestimmt nicht so. Warum, wenn man die Bäume wirklich weghaben muss, damit das mit dem Netz funktioniert, erfindet man dann nicht oder fördert oder was auch immer eine Krankheit, die Fichte befällt, weil die ist der massenmäßig häufigste Baum oder die Kiefer. Ja, warum geht man dann auf den Bergahorn, bitteschön? Vielleicht, damit es nicht so sehr auffällt. Ne? Husrindenkrankheit ist spezifisch für eine einzige Art, gegebenenfalls vielleicht noch für den Spitzahorn, der kommt nicht mal auf 0,01% der Waldfläche vor. Ja? Also das ist dann demzufolge, kann der wirklich vernachlässigt werden. Davon abgesehen, dass das Ding im Labor gezüchtet wird, ist unwahrscheinlich, weil die Husrindenkrankheit schon seit 1953 oder irgend sowas in den Dreh, vielleicht plus minus ein paar Jahre, nachgewiesen ist. Also,
vielleicht doch ein bisschen unwahrscheinlich. Ja? Dass sie gar nicht existiert, auch ein bisschen unwahrscheinlich, weil sie ja seit 1953 nachgewiesen ist. Ja? Also wenn man da einen entsprechenden Forstpathologen fragt, der ist sich nicht eine Sekunde zweifelt er daran, ob diese Krankheit existiert, weil er sie auf seinem kleinen Objektträger unter seinem Mikroskop gerade just in diesem Moment anguckt, um sie zu erforschen. Ja? Also gut. Nächster Punkt. Ich weiß nicht, wie viel Gewinn bitteschön dieses 5G-Netz bringen soll. Weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich irgendwie total innovativ. Man kann, braucht das irgendwie für autonomes Fahren auf der Autobahn, was auch immer, keine Ahnung. Alles ganz toll. Aber damit das funktioniert, muss der komplette Wald weg oder wie? Oder zumindest riesige Teile des Waldes müssen weg. Mhm. Okay, kurze Anekdote. Wir haben letztes Jahr an forstlichen Anpflanzungen verloren 115.000 Hektar, weil Dürre. Ne? Das ist das halbe Saarland. Das ist etwa ein Verlust von, je nachdem wen man fragt, so zwischen 1,5 und 4 Milliarden Euro. Und das ist nur die Fläche, in Anführungszeichen, vom halben Saarland an Wald. Nur in Anführungszeichen. Ja? Macht es jetzt Sinn, für diese Technologie tatsächlich jetzt den kompletten Wald zu entfernen, damit 5G funktioniert? Ist es eine Option, ein Drittel der deutschen Landschaft, das aus Wald besteht, jetzt niederzuholzen, nur wegen das 5G-Netz? Will das irgendjemand? Ist das auch nur ansatzweise realistisch, sowas zu glauben? Das würde kosten Billionen. Billionen. Jeder, der irgendwas mit Wald zu tun hat, hätte keine Einkünfte mehr. Ja? Also wenn Wald wirklich dieses Handysignal so stark stört, dass er weg muss, dann ist diese 5G-Technologie einfach nicht umsetzbar in einem Waldland wie Deutschland. Das ist völlig absurd. Das kann gar nicht. Dann kann entweder diese Technologie ist entweder scheiße oder ja, wir können sie bei uns nicht anbringen. Ja? Das ist insbesondere dann interessant, dass diese Technologie dazu führen soll, dass der komplette Wald verschwinden muss, obwohl die entsprechende Krankheit, die man zu diesem Zweck erfunden hat, lediglich eine einzige Baumart befällt. Ist dahingehend jetzt wieder interessant, dass man außerdem noch so doof war und eine Krankheit erfunden hat, die jeder Otto-Normal-Bürger im Endstadium erkennen kann. Ja? Diese rußige Schicht am Baum unter der abplatzenden Rinde, das sieht jeder Idiot. Und wenn man dann eben entsprechend doch mal zu so einem Bestand kommt und das da sieht, ja, dann muss es ja Leute geben, die das gesehen haben. Und dann wissen die Leute, die das gesehen haben, ja, das scheint ja doch in irgendeiner Form eine Krankheit zu sein. Oder jemand hat die aufgepinselt. Übrigens, die Arbeit, die es machen würde, jeden Baum, der vorher gefällt werden soll, mit dieser schwarzen Farbe anzupinseln, das Personal, was man dafür bräuchte, das würde wieder Millionen an Geld verschlingen, einfach um einen Vorwand zu haben, um Bäume zu fällen. Ja? Zumal, es ist ja jetzt nicht so, dass man nur, indem man eine Baumkrankheit erfindet, Bäume wegbekommt, um Platz zu schaffen für Handymasten. Es gibt da auch noch den ganz regulären Weg, nämlich man kauft sich eine kleine Fläche im Wald vom jeweiligen Waldbesitzer für gutes Geld und da kriegt man dann eine Rodungsgenehmigung dafür, weil man einen Handymast bauen will, was von der Bundesregierung so gewollt ist, dass das 5G-Netz kommen soll. Damit müssen alle untergeordneten Behörden früher oder später die entsprechende Rodungsgenehmigung zumindest an irgendeiner Stelle rausrücken und dann kann man da ganz regulär diesen Handymast hinbauen. Dafür muss man nicht die komplette Forstindustrie bestechen, damit auch ja nicht irgendein Förster oder Botaniker oder Forstpathologe oder wer auch immer oder einfach nur ein Gärtner auf die Idee kommt, in den Wald zu gehen, sich mal irgendwelche Bäume, die zum Fällen markiert sind, genauer anzugucken und feststellt, aber die sind ja gar nicht krank. Ja? Hätte man hingegen eine Krankheit erfunden, die nicht so einfach nachzuweisen ist, wie die scheiße einfach nachzuweisende Rußrindenkrankheit, das wäre viel schlauer gewesen. Aber das macht man nicht. Nein, man nimmt eine Krankheit, die jeder Depp erkennen kann. Allein das ist doch schon abwegig. Ja,
Und außerdem einfach wirklich der wirtschaftliche Schaden, den kompletten Wald abzuholzen. Das ist nicht mal im Ansatz bezahlbar. Wir brauchen unbedingt Holz. Ja, unsere ganze Wirtschaft basiert auf Holz. Du kannst auf Holz nicht verzichten. Du kannst auf ein 5G-Netz vielleicht noch verzichten. Bisher hat es funktioniert. Vielleicht würde es auch enorme Vorteile bringen für die Wirtschaft, wenn es das dann gibt. Aber wenn die Kosten dafür sind, dass man auf den Wald verzichten muss, dann wirst du das in Deutschland niemals durchgesetzt bekommen. Niemals. Ja? Und interessanterweise, genau diejenigen, die jetzt vom Wald leben und mit dem 5G-Netz nichts anfangen können, das sind die Leute, die die 5G-Vertreter bestechen müssen, damit das mit dem 5G-Netz überhaupt funktioniert, weil ja die Masten in den Wald gebaut werden müssen. Also, wie viel muss man wohl jedem Förster bezahlen, dass der quasi in Zukunft arbeitslos ist und erst zulässt, dass der Wald wegen einem Handynetz gerodet wird? Bestimmten Haufen Geld. Davon abgesehen, wie wahrscheinlich ist es, dass es innerhalb der deutschen Försterschaft nur Leute gibt, die überhaupt kein Interesse am Erhalt des Waldes haben und für die nur Geld zählt? Also nur und ausschließlich solche Förster, ja, die man locker bezahlen kann, damit sie einfach weggucken, wenn eine erfundene Krankheit da hier jetzt in ihrem Wald eben entsprechend dafür genutzt werden soll, um Platz für Sendemasten zu schaffen. Wie teuer ist das wohl? Ist das wohl wirklich vielleicht eventuell ein kleines bisschen teurer als der stinknormale reguläre Weg, wirklich ein Stückchen Land zu kaufen und da dann den Mast hinzustellen? Braucht man einen Vorwand, nachdem die Bundesregierung das ja schon durchgewunken hat, dass der 5G-Netzausbau kommen soll, um jetzt die Masten aufzustellen? Nein, braucht man nicht. Macht es wirklich Sinn, die Bevölkerung damit beruhigen zu wollen, dass jetzt Bäume gefällt werden müssen, damit der 5G-Netzausbau passieren kann, indem man ihnen vorgaukelt, da gäbe es eine Krankheit? Das ist doch viel zu risikoreich. Stell dir mal vor, das kommt raus, dass das wirklich aufgedeckt wird. Und genau das aufzudecken ist ja der Plan der Leute, die jetzt behaupten, dass diese Verschwörung eben entsprechend existiert. Denke ich mal, oder? Ich meine, man erzählt das ja nicht, weil man es nicht aufdecken möchte. Sonst würde man es ja nicht erzählen, ne? Also ich finde das derartig an den Haaren herbeigezogen und so sinnlos. Und nochmal, ja, wir reden hier nur vom Bergahorn. Der ist auf 1-2% der Waldfläche vertreten und da auch nicht flächendeckend, sondern nur als Mischbaum. Heißt, wenn du hier und da mal ein Bergahorn raushaust, dann ist da immer noch Wald. Der ganze andere Krempel muss trotzdem noch regulär gefällt werden. Oder stell dir mal vor, jemand fällt mal die falschen Bäume und tut so, als wären es Bergahörner. Ja gut, da muss nur ein regelmäßiger Zuschauer meines Kanals an diesem Haufen Holz vorbeirennen und feststellen, oh, das sind aber Douglasien und gar keine Bergahörner, die hier unter dem Vorwand Hußrindenkrankheit gefällt werden. Oder von mir aus Fichten oder Tannen oder was auch immer. Das ist einfach derartig schwierig umzusetzen, die Leute zu bezahlen, so eine Verschwörung zu akzeptieren, wäre so derartig teuer, dass es einfach in keinem Verhältnis zur regulären Möglichkeit, einfach wirklich den Ort zu kaufen, gegebenenfalls Leute, die nicht verkaufen wollen, zu enteignen, weil der Staat hat ja gesagt, der 5G-Ausbau soll kommen, also zur Not müsste man für sowas sogar enteignen können, wie beim Bau von Autobahnen etc. pp. All solche rechtlichen Möglichkeiten gibt es und man entscheidet sich trotzdem lieber für so eine völlig abstruse Idee mit so einer Krankheit? Ist das realistisch? Also ich kann es mir wirklich ums Verrecken nicht vorstellen. Was soll denn das? Wozu soll das gut sein? Aber wer mir das jetzt bitte nochmal in einem freundlichen Ton in den Kommentaren erklären möchte, bitte in einem freundlichen Ton und verlinkt nicht auf irgendwelche ollen Verschwörungsseiten, ich lese mir das eh nicht durch. Und schreibt bitte auch keinen Kommentar, der länger als eine DIN A4-Seite ist, das lese ich mir auch nicht mehr durch. Ich mache jetzt zwar überlange Videos, aber deswegen habe ich trotzdem keine Zeit, 17.000 überlange Kommentare zu lesen. So, also, nee, Schwachsinn, völliger Käse. Ich meine, die Krankheit, natürlich existiert die. Die ist absolut nachgewiesen. Gut, aber jetzt kommen wir dann wirklich zu den Fragen, die ihr sonst noch so hattet. Ich mache einen Schnitt. So,
Wir kommen jetzt zu der Frage, was ist denn jetzt mit den Waldschäden, beziehungsweise wie es dem Wald gerade aktuell in Deutschland geht. Es gab ja letzte Woche den großen Aufschrei wegen dem Waldbrandrisiko, das im Frühjahr bereits so hoch war, dass es erste Waldbrände gegeben hat. Und jetzt mag man vielleicht eventuell ein bisschen Panik bekommen, dass das ein Zeichen dafür ist, dass 2019 genauso schlimm wird wie 2018, wenn nicht sogar noch schlimmer. Es gibt auch interessante Prognosemodelle vom Wetter, in Anführungszeichen, die bereits sagen, dass 2019 ein weiterer Dürresommer entsprechend werden wird. In Kombination mit den Waldbränden, die wir letzte Woche schon hatten und dem sehr dürren Frühjahr, das letzte Woche zumindest so war, ist das alles sehr besorgniserregend. Und dann kann ich auch schon verstehen, dass man mich dann eben entsprechend fragt, wie das denn jetzt einzuordnen ist. Da müssen wir zunächst mal Folgendes festhalten, dass wir generell ein trockenes Frühjahr erleben, ist leider so. Ja? Aber die Waldbrände und die hohe Waldbrandgefahr, die wir letzte Woche hatten, das ist eher mehr so ein kleines, punktuelles Phänomen. Das muss nicht zwingend, was heißt punktuell, es war deutschlandweit, aber nichtsdestotrotz muss das nicht zwingend in irgendeiner Form irgendeinen Trend für das ganze Jahr bedeuten. Ja, das ist also wirklich losgekoppelt von der Gesamtprognose fürs Jahr zu sehen. Wer also nur wegen den Waldbränden jetzt mehr Panik hat, als er ohne die Waldbrände hätte, den möchte ich ein bisschen beruhigen, dass man die nun wirklich nicht als Omen oder Prophezeiung, also das heißt, das kann man schon machen, aber das ist halt nicht besonders wissenschaftlich, ansehen sollte für das ganze Jahr. Dass es im Frühjahr mal Waldbrände relativ schnell geben kann, ist nichts Besonderes und das ist auch schon immer so gewesen, weil im Spätsommer bzw. im Herbst alles Material, was dann noch vom Baum kommt, beziehungsweise was dann noch an Pflanze austrocknet und auf dem Waldboden rumliegt, das ist jetzt erstmal da. Das kann über den Winter nicht abgebaut werden, weil im Winter ist es zu kalt für die Bakterien und Pilze, die eben so ein Material dann abbauen würden normalerweise. Im nächsten Frühjahr allerdings erst. Und deswegen kommt alles brennbares Zeug aus Spätsommer und Frühherbst und auch sonst Herbst. Das war ja so mehr oder weniger ineinander eingeschachteltes Ereignis letztes Jahr. All dieses viele trockene, brennbare Material, was da angefallen ist, und das war halt eben entsprechend viel, liegt jetzt im Frühjahr genauso noch rum, wie es damals eben entsprechend angehäuft wurde. Und deswegen, wenn es nicht sehr, sehr nass ist jetzt im Frühjahr, ist es einfach nur logisch, dass eine hohe Waldbrandgefahr herrscht. Es muss dafür nicht besonders heiß sein, auch wenn letzte Woche ja relativ warm gewesen ist. Es reicht ein gewisses Maß an Trockenheit und eben die enorme Verfügbarkeit von brennbarem Material und schon kann ein Waldbrand entstehen. Dazu kam übrigens noch erschwerend ein starker Wind und wie jeder weiß, der schon mal ein Feuerchen gepustet hat, starker Wind hilft beim Feuermachen und das hilft leider auch bei der Waldbrandgefahr und deswegen war die hohe Waldbrandgefahr letzte Woche eben durchaus gerechtfertigt. Aber wenn wir uns das mal so anschauen, diese Woche sieht schon wieder ganz anders aus, Waldbrandgefahr wieder deutlich zurückgefahren. Das kann sehr stark und schnell eben entsprechend sich ändern, die Waldbrandgefahrenprognose. Soll heißen, das mit dem Thema Waldbrand, ja natürlich, bei dem, wo es gebrannt hat, ist es schon schlimm und es ist schon auch irgendwie besorgniserregend. Aber rein wissenschaftlich betrachtet, erstmal nur eine Momentaufnahme und keinerlei Indiz für eine gesamtschlimme Situation. Eigentlich. Nichtsdestotrotz ist die Gesamtsituation leider immer noch nicht gut, weil, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie es dem Wald sonst so geht, was haben wir denn letztes Jahr zurückgelassen? Beziehungsweise letztes Jahr war so schlimm, dass die Bäume natürlich all ihre Reserven haben aufbrauchen müssen, die sie aus 2017 noch gehabt haben. Die sind jetzt alle. 2018 hätten sie dann normalerweise neue Reserven angelegt. Haben sie zum Teil auch, die sind aber halt eben nicht sehr üppig ausgefallen, weil 2018 nicht viel ging. Üblicherweise würde jetzt im Waldwachstumsmodell 2019, und wenn wir mal von guten Klimabedingungen ausgehen, würde jetzt trotzdem ein Jahr der Rezession kommen, weil die Bäume jetzt erstmal ihre Reserven wieder auffüllen müssten, ihre Wunden lecken und ausgleichen, was sie an Schäden 2018 erlitten haben. Angenommen, wir kriegen jetzt nochmal einen Dürresommer,
dann haben sie natürlich keine Reserven mehr aus dem Vorjahr, weil sie keine anlegen konnten und würden dann wahrscheinlich in einem weiteren kommenden Dürresommer sehr stark leiden, sehr starke Schäden erleiden und was letztes Jahr weitestgehend bei zum Beispiel Buche oder Tanne oder ja zum Teil auch bei Kiefer und bei anderen Hauptbaumarten, ausgenommen der Fichte, ausgeblieben ist, würden sie nach einem weiteren Trockenheitsjahr, also jetzt 2019, wenn es wieder eins wird, wahrscheinlich ziemlich starke Verluste im Sinne von Tod erleiden müssen. Weil wir haben letztes Jahr kaum eine Erhöhung der Mortalität, außer bei Fichte, feststellen können, weil halt eben die Reserven noch gereicht haben für die Bäume, um zumindest am Leben zu bleiben. Also muss man sich schon Sorgen machen, kommt nochmal ein Dürrejahr, dann wird dieses Jahr gestorben. Aber, was haben wir denn jetzt erstmal an Zahlen? Gucken wir uns doch mal die Zahlen an und die Daten und die Grundsituation und die gesamte gesamte Lage. Es kam am Freitag letzter Woche, heute ist der 1. Mai übrigens, wo ich das drehe, kam ein interessanter Bericht. Da hatte jemand, ich weiß nicht mehr welche Fraktion, bei der Bundesregierung nachgefragt, wie denn hoch die Waldschäden jetzt nun seien vom letzten Jahr. Und dabei kam eine Zahl raus, die sie dann haben ermitteln lassen, die dann auch eben entsprechend publiziert worden ist, von 115.000 Hektar, die neu aufgeforstet werden müssten. Müssten, nicht zwingend müssen, aber so nach und nach ist das auf jeden Fall Waldboden, der jetzt ohne Bewuchs dasteht, den man logischerweise dann konsequenterweise aufforsten sollte. Wie kann das zusammengehen mit der Tatsache, dass ich gesagt habe, die Mortalität war nicht viel höher als in sonstigen Jahren? Naja, man hat teilweise natürlich die Fichte schon rausgenommen, obwohl sie noch gar nicht tot war, weil der Borkenkäfer drin gesessen ist, um das weitere Ausbreiten des Borkenkäfers zu verhindern. Und diese Mortalitätsrechnung gilt nur für Altbäume und nicht für ganz junge, soll heißen, was ist gestorben? Die jungen Anpflanzungen, die ganzen Forstkulturen, die sind sehr, sehr viele hops gegangen. Und was weiterhin gestorben ist, dann sekundär, weil wir es gefällt haben, ist vor allen Dingen eben Fichte, die vom Borkenkäfer befallen war. Gut. Interessant ist jetzt die Forstlobby, sage ich jetzt mal, also sämtliche Forstinteressensvertreterverbände zusammengefasst. Forstlobby sagt, wir hätten Schaden in der Milliardenhöhe. Wenn man den einzelnen Bundesländern mit ihren jeweiligen Landesforsten das alles zusammenrechnet, dann kommt man drauf, dass zum Beispiel Thüringen gerade mal in Anführungszeichen 150.000 Euro oder irgendwas an Schaden eben entsprechend vermeldet. Das ist vergleichsweise wenig. Und Thüringen ist sicherlich eins der Länder, die deutlich mehr betroffen sind als beispielsweise Baden-Württemberg. Und dementsprechend klingt das mit den Milliarden an Schäden erstmal ein bisschen hoch. Ne? Übrigens, es wurde auch gefordert von der Bundesregierung, dass man sich dann doch jetzt mal bitte hier Geld bereitstellt für die armen Waldbauern, die da jetzt eben einen Haufen Geld verloren haben durch die Schäden an ihrem Wald. Daran ist auch per se erstmal nichts auszusetzen, dass man das fordert. Die Landwirte haben ja auch eine Entschädigung bekommen. Dann sollten die Forstwirte rein aus Gerechtigkeitsgründen sicherlich auch was bekommen. Und die Bundesregierung hat auch tatsächlich was versprochen, nämlich sage und schreibe 5 Millionen Euro pro Jahr über 5 Jahre, also 25 Millionen. Und das ist dahingehend lustig, dass die Forstlobby in Anführungszeichen ja sagt, wir hätten Schaden in Milliardenhöhe. Das sind 25 Millionen, relativ lächerlich. Ja, also kann man jetzt lustig finden oder auch nicht. Interessant ist allerdings dabei noch der Gedanke, wenn wir das Ganze mal politisch betrachten, inwieweit es denn die Aufgabe unseres Landes ist, beziehungsweise unseres Staates und dessen Regierung, für Naturkatastrophen, die nun mal im Risiko des Landbesitzers, der dieses Land forstwirtschaftlich nutzt, einkalkuliert sein sollten und nun mal da passieren können, weil man halt eben, ja, Natur letztendlich nutzt und da kann es Naturkatastrophen geben. Da kann man sich jetzt streiten, inwiefern überhaupt aus dem Bundeshaushalt für sowas gezahlt werden muss. Finde ich, jetzt ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und wenn man sich das bewusst macht, ich meine, das ist ja Privatwirtschaft letztendlich, die Wälder, die da eben entsprechend bewirtschaftet werden. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist vielleicht 25 Millionen Euro nach wie vor nicht viel. Aber immerhin ist es mal was an Soforthilfe.
Und vielleicht ist es dann gar nicht mehr so lächerlich, dass sie jetzt erstmal 25 Millionen zahlen. Bei den Landwirten war es ja auch nicht so, dass die jetzt sofort die Millionen hinterher geboostet bekommen haben. Der Unterschied besteht ja auch nochmal dahingehend, dass so ein Landwirt nach einem katastrophal schlechten Ernte nahezu bankrott sein kann. Ein Forstwirt, der ein paar Fichten entnehmen muss, der hat zwar auch enorme Schäden dadurch, aber das ist stehendes Kapital. Das tut ihm ja erstmal in der Kasse nicht wirklich weh. Ja? Also man muss schon wirklich komplett sein komplettes Wirtschaftsleben auf den Wald ausgelegt haben, dass ein großer Schaden im Wald wirklich wirtschaftlich ruinieren kann. Viele Waldbesitzer in Deutschland sind ja Kleinwaldbesitzer, die alle ein paar Hektar haben. Die haben einen ganz normalen Job ansonsten. Die haben wahrscheinlich eventuell auch noch ein Häuschen und verdienen ihr Geld sowieso anders und fällen dann Bäume, wenn, ich bringe ja immer das Beispiel, eine von den drei Töchtern heiratet, damit sie eine tolle Hochzeit finanzieren können. Ne? Sowas in der Richtung. Und so gesehen ist natürlich schön, dass sie das Geld auf der Bank in Form vom Wald rumstehen haben, aber wenn es dann halt da nicht mehr ist, müssen sie jetzt nicht Privatinsolvenz anmelden. Ja? Das ist so ein bisschen der wesentliche Unterschied und eine Sache, die man wirklich im Hinterkopf haben muss, wenn es darum geht, warum zahlen die denn bloß 25 Millionen? Das ist ja lächerlich. Ich meine, es ist trotzdem nicht viel und man kann das ja auch diskutieren, ob da eventuell doch die Bundesregierung bzw. wir alle, letztendlich ist es ja Geld vom Steuerzahler, dafür zuständig sein sollten, solche Naturkatastrophen finanziell auszugleichen. Kann man sich streiten. Kann man sich trefflich streiten. Will ich jetzt auch gar nicht weitermachen. Ich wollte nur mal diese beiden Seiten ein wenig beleuchten. Ja, jedenfalls 115.000 Hektar eben kaputter Wald, die wieder aufgeforstet werden müssen. Und wie kommt jetzt die Forstlobby auf ihren Schaden in Milliardenhöhe, wenn doch die einzelnen Bundesländer jetzt eher so im Bereich von ja, ein paar hunderttausend oder schlimmstenfalls ein paar hunderttausend eben entsprechend die Schäden beziffern? Ne? Weil selbst wenn jedes Bundesland, sagen wir mal, 200.000 Euro Schaden hat, dann sind wir immer noch bei 17 mal 2 macht bei 3,4 Millionen irgendwie, oder? Ja, bei 3,4 Millionen Schaden. Und 3,4 Millionen ist jetzt doch mal ein bisschen weniger, zumal ja 25 Millionen als Wiedergutmachungsgeld quasi zur Verfügung stehen, als eben eine Milliarde oder Milliarden sogar, was die Forstlobby da eben entsprechend behauptet. Aber, so, folgendes. Forstlobby. Wenn die Forstlobby jetzt sagt, dass die Schäden so hoch sind, wie kommen die da drauf? Also erstens mal, gehen wir mal ganz grob durchschnittlich von Bestandesbegründungskosten um die 2.500 Euro aus, die jetzt auf 115.000 Hektar notwendig sind. Und wenn wir 2.500 mal 115.000 machen, dann kommt da Folgendes bei raus. Achtung, was ist 2.500 mal 115.000? 287.500.000. Da reichen jetzt die 25 Millionen nicht mehr, um das zu bezahlen. Ja? Sind aber immer noch keine Milliarden. Weil wir haben jetzt zwar die Neubegründungskosten für die 115.000 Millionen Hektar, haben wir soweit berechnet, aber wir haben noch nicht den Wertverlust, den der entsprechende Förster hatte, weil ihm jetzt da alles verreckt ist, reinkalkuliert. Das heißt, wir haben nochmal für die jungen Flächen, also da, wo jetzt die jungen Anpflanzungen standen, die werden, war sowas um die 3.000 Euro pro Hektar wert gewesen sein. Nehmen wir mal an, sie wären auf der Hälfte der Fläche gewesen, dann wären wir bei 57.500 Hektar. Quatsch, 57.000, doch. 57.500 Hektar. So, jetzt. Und wenn man das jetzt nochmal eben entsprechend mit einem Verlust, nicht nur die Kosten der Wiederaufforstung, sondern auch den Verlust des, was bisher da gestanden hat, mit 4.000 Euro entsprechend verrechnen, machen wir das doch spaßeshalber mal, dann sind wir nochmal bei weiteren 200, na,
bei weiteren 230 Millionen. Läppert sich langsam. Und wenn wir jetzt nämlich noch die Verluste beim Geld, was die Fichte, die vom Borkenkäfer gefressen wurde, gewesen wäre, dazu rechnen, da kommen wir locker auf 1 Milliarde. Also was da verloren gegangen ist, da kommen wir wirklich ganz, ganz locker, vorsichtig, grob geschätzt auf 1 Milliarde. Und wenn man dann das Zeug zusammenrechnet, was ich jetzt gerade beispielhaft rausgezogen habe, dann sind wir bei etwa 1,5 Milliarden. Rechnet man ein bisschen weniger konservativ, dann sind wir ganz schnell auch bei 2 Milliarden. Und ob man dann noch auf 1/3 Milliarde kommen würde, da kann man sich jetzt wirklich streiten, ob das jetzt noch gerechtfertigt wäre. Ja, schwierig, 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 schwierig. Vielleicht versucht die Forstlobby, ich weiß es nicht. Aber ich denke, ein realistischer Wert für die rein monetären Schäden, die am Wald entstanden sind, 2018, liegt sicherlich so bei etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Das ist sicherlich so. Ja? Also nur einfach mal, um das in Geld auszudrücken. Natürlich kommt dazu noch ein gewisser emotionaler Schaden, dass viel Wald tot ist. Das ist nicht schön. Ein gewisser, ja, ökologischer Schaden kann man ja jetzt wieder nicht sagen. Ja? Der Natur ist es ja egal, wie alt der Wald ist, der auf ihr rumsteht. Ob das jetzt ein schöner 80-jährige Fichtenmonokultur ist, schön in Anführungszeichen, oder eine ganz junge Buchenverjüngungsfläche, die quasi noch überhaupt kein Geld wert ist, wenn man sie umsägen würde, das interessiert die Natur einen Scheiß. Ne? So gesehen ist es sicherlich nicht gut, dass sich der Wald in diesem Ausmaß jetzt natürlich verjüngt hat. Aber ökologisch gesehen kann man das nicht als Schaden bezeichnen, weil es einen Schaden in der Ökologie so gesehen eben nun mal nicht gibt. Das bezone ich ja auch häufiger in diversen anderen Videos. Gut, das ist also jetzt erstmal für die Wirtschaft einfach doof. Ja? Was viel schlimmer ist, und jetzt zur Prognose für 2018, wie sieht es denn aktuell aus, ist Folgendes. Und dafür ein kurzer Schnitt. Nämlich, ich hatte in meiner Jahresvorschau bzw. Jahresrückblick im Januar oder war schon noch im Dezember, ich weiß es nicht mehr, aber so um die Weihnachtszeit rum, hatte ich gesagt, wir müssen gucken, ob wir einen nassen Winter kriegen. Wenn wir einen nassen Winter kriegen, dann sieht es 2019 nicht ganz so schlimm aus. Wenn wir aber auch einen trockenen Winter kriegen, dann sieht es 2019 sehr, 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 sehr mau aus. So, die gute Nachricht, der Winter war bundesdeutsch durchschnittlich gesehen eher nass, also überdurchschnittlich nass. Yay! Wie ich aber auch damals in meiner Prognose gesagt hatte, ist es leider auch so, dass selbst ein überdurchschnittlich nasser Winter niemals einen völlig trockenen Sommer ausgleichen kann, weil wir hier nämlich immer noch in einer Landschaft leben, in der das Niederschlagmaximum im Sommer fällt. Typischerweise in Mitteleuropa. Bleibt also das Niederschlagmaximum vollständig aus. Und in der zweiten Jahreshälfte, in der es eh nicht so intensiv regnet, es regnet zwar länger, es regnet auch öfter, aber die Menge, die an Wasser runterkommt pro Hektar, ist deutlich geringer im Winter. Das kann der Winter einfach nicht ausgleichen, den fehlenden Niederschlag aus dem Sommer. Und genau so ist es gewesen. Es hat zwar geregnet im Winter, aber bei den krassen Fällen haben wir jetzt wieder einen Grundwasserstand in Teilen von Nordostdeutschland zum Beispiel, der entspricht dem Grundwasserstand von Ende Juli, von 2018. Ja? Und Ende Juli 2018 war da schon scheiße. Das heißt, da ist jetzt immer noch scheiße. Es hat also kaum eine Erholung stattgefunden, im krassesten Fall. Ja? In anderen Regionen, jetzt hier zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg, hat schon eine gute Erholung stattgefunden. Gut, kann man sich streiten. Und die Austriebsbedingungen sind jetzt gar nicht so mistig für den Wald. Aber nichtsdestotrotz haben wir deutschlandweit wirklich viel zu geringe Grundwasserstände. Wir könnten überall locker wirklich noch 50% mehr
wenn nicht sogar das Doppelte, problemlos vertragen, wäre echt gut für sämtliche Natur und auch für den Ackerbau natürlich. Es ist ja nicht so, dass nur der Wald sich Sorgen machen müsste, sollte jetzt 2019 nochmal ein sehr trockenes Jahr werden, sondern das gilt selbstverständlich für die Landwirtschaft genauso. So gesehen vielleicht für die Landwirtschaft sogar nochmal ein klein wenig dramatischer, da die letztes Jahr ja nochmal noch mehr finanziell eben entsprechend miese gemacht hat, als es der Wald getan hat und davon halt sehr schnell existent abhängen, wie wir es ja bereits bei der Thematik mit den 25 Millionen Soforthilfe angesprochen hatten. Wir starten also das Jahr 2019 in der Vegetationsperiode mit sehr niedrigen Wasserständen und teilweise jetzt bereits ein recht trockenes, mit einem recht trockenen Frühjahr. Und da darf man sich schon zugegebenermaßen ein bisschen Sorgen machen, während ich den Akku wechsle. Was für euch nur eine Sekunde geht, aber ja. Ein kleiner Silberstreif am Horizont entsteht dadurch, dass wir letztes Jahr unter anderem deswegen so hohe Schäden hatten, weil wir ja ein sehr, sehr nasses Frühjahr und danach nahezu überhaupt keine Niederschläge über den gesamten Sommer hinweg hatten. Das Problem hat dann darin bestanden, dass die Bäume eben von, oh, es ist nass, lass uns ordentlich Samen produzieren fürs kommende Jahr, weil es sieht ja gut aus, gedacht haben. Ja? So ein Baum zu Beginn der Vegetationsperiode bildet der eine Strategie, wie er durch das vorherrschende Jahr kommt. Ja? Und ist es super nass, dann kann es sein, dass er eben beschließt, okay, ich mache einen Haufen Früchte. Lohnt sich, weil ich kann ordentlich Photosynthese machen, weil es ist ordentlich Wasser da. Blöd war, es war dann eben doch ein Scheißjahr und die ganzen Früchte waren schon angelegt und man kann die nicht wieder zurück entfruchten, wenn sie befruchtet sind. Und deswegen ging es zwar noch, je nach Baumart ein bisschen hohle Bucheckern zum Beispiel zu produzieren oder hohle Eicheln, hohle Kastanien, so ein Zeug, hohle Nüsse generell. Das hat Energie gespart. Das hat auch geholfen, aber trotzdem musste zumindest die Hülle für die Nuss immer in jeder Form, in jedem Fall produziert werden. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen, wenn die Befruchtung stattgefunden hat. Und das hat einen Haufen zusätzliche Ressourcen verbraucht, auch zusätzliches Wasser verbraucht, weil in jedem dieser Biomaterialien, die so ein Baum bilden kann, immer auch ein gewisses Anteil von Wasser halt auch drin ist. Wenn auch nicht viel. Jedenfalls, die Produktion braucht vor allen Dingen jede Menge Wasser und das wurde eben gerade den Fichten sehr zum Verhängnis. Diese Fehleinschätzung der Situation zu Jahresbeginn. So, und jetzt habe ich gesagt, ein Silberstreif am Horizont, weil dieses Jahr wird die Fehleinschätzung eher gering ausfallen von der Strategie her, wie das Jahr, wie dem Jahr zu begegnen ist, weil das Frühjahr ist ja schon recht trocken. Und die Bäume haben auch nicht vergessen, dass es letztes Jahr auch schon recht trocken gewesen ist und werden sich jetzt von ihrer Strategie her wahrscheinlich eher etwas vorsichtiger auslegen, ja, und weniger blühen und weniger Früchte, Nüsse, Beeren, Zapfen etc. pp. Bilden. Eigentlich blöd wiederum, um den Silberstreif am Horizont etwas kaputt zu machen. Also er existiert für die Buche beispielsweise. Die Buche ist da jetzt ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangegangen dieses Jahr. Sieht zumindest bisher so aus. Ist noch nicht ganz spruchreif. Buche ist noch nicht lange ausgetrieben. Gucken wir mal. Aber es sieht tendenziell eher recht positiv aus. Bei der Fichte hingegen, die hat schon wieder Zapfen oben hängen bis zum geht nicht mehr. Und das ist jein. Man kann es aus Sicht der Fichte irgendwo verstehen, weil die Fichte weiß ja nicht, dass sie wieder aufgeforstet wird, also wieder hingepflanzt wird, wenn sie stirbt. Und sie hat wahrscheinlich, weil alle Fichten angeschlagen sind und besonders die sehr angeschlagenen sich ziemlich bewusst darüber sind, wie angeschlagen sie sind, werden die gerade wahrscheinlich unter sich ausgemacht haben, dass sie lieber jetzt noch ein paar Samen produzieren, noch ein paar Zapfen dranhängen, auch wenn sie damit riskieren, dass sie vollkommen das Zeitliche segnen, ja, also wirklich gänzlich sterben und nicht nur stark geschädigt sind, weil, wenn der komplette Fichtenbestand abstirbt, was aus Sicht der Fichte offensichtlich gerade ein realistisches Szenario ist, dann muss die Fichte ja sicherstellen, dass unten drunter neue Fichte hochkommt. So, und jetzt steht unsere Fichte ja leider in der Fichtenmonokultur, also dem lieben Fichtenacker, Fichtenstangenholz oder wie auch immer man das Ding jetzt nennen möchte.
Und was ist da unten drunter im Regelfall nicht? Wer da schon mal durchgelaufen ist und da mal reingeguckt hat, was findet man da nicht auf dem Boden? Ja, genau, keine kleinen Fichten. Die alten Fichten sind jetzt durchaus in der Lage zu realisieren, dass da unten gar keine Verjüngung da ist. Denen droht also der komplette Exodus für ihre Art, ne? Nicht nur für sich selbst, sondern für ihre komplette Art, für ihre Spezies, wenn die jetzt alle tot sind. Ne? Und da genau das ein realistisches Szenario ist, machen sie lieber alle nochmal Samen, weil wenn sie dann alle sterben, nachdem sie vorher alle nochmal Samen gemacht haben, dann liegt wenigstens auf dem Boden zwischen all den toten Fichten eine neue Generation von jungen Fichten. Und wer mal mit mir irgendwie im Gebirge unterwegs gewesen ist, also in Videoform oder live, der wird festgestellt haben, dass man Kadaververjüngung bei der Fichte ja wirklich überall bemerken kann. Heißt, Fichte wächst gern, also ganz, ganz kleine junge Fichte, wächst gern auf den toten Überresten ihrer Geschwister, Onkels, Tanten, Eltern, was auch immer. Soll heißen, das ist aus Sicht der Fichte wirklich eine gute Strategie, dass sie jetzt nochmal ordentlich Samen produziert, dann quasi geschlossen das Zeitliche segnet, der ganze Bestand zusammenbricht, aber die nächste Generation sehr, sehr, sehr gute Chancen hat, dann nochmal hochzukommen und damit ist das Überleben der Spezies gesichert. Und darum geht es in der Natur. Erstmal kümmere dich um dein eigenes Überleben, damit du dich um den Fortbestand der Spezies überhaupt weiter sorgen kannst. Wenn dein eigenes Überleben sehr, sehr fragwürdig wird, als letzter Akt des Sicherstellens, dass die eigene Spezies überlebt, nochmal ordentlich Samen produzieren, ja, nochmal ordentlich reproduzieren. Ist aus Sicht des Försters auch irgendwo wieder gut, weil wir ziemlich sicher sein können, dass nachdem die Fichtenbestände, die jetzt wirklich sterben, nachdem die gestorben sind, muss man da nicht wieder pflanzen, weil da ist dann reichlich Naturverjüngung wahrscheinlich in den nächsten 2020 dann am Hochwachsen, weil ja so viele Samen produziert worden sind. Das könnte man hoffen. Blöd ist jetzt allerdings, aus wirtschaftlicher Sicht wäre es für den Waldbesitzer oder Förster oder denjenigen, der da halt zuständig ist oder auch den Spaziergänger, der gerne große Wälder haben möchte und nicht Wälder, die 10 cm hoch sind, auch wenn es theoretisch auch genauso Wälder sind wie die hohen. Aus der Sicht ist es natürlich eine blöde Strategie von der Fichte, weil natürlich wissen wir als Homo sapiens, dass wir auch dann, hoffentlich nicht nur Fichte, aber auch dann wieder da einen neuen Wald hinstellen, wenn die alten Bäume sterben, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Ja, das wissen wir. Wir haben das vor. Wir haben es den Bäumen aber nicht ausreichend kommuniziert und deswegen wissen die es nicht. Und deswegen fruktifizieren sie jetzt wieder wie Sau. Das bedeutet, um meine Prognose jetzt mal ein bisschen anzupassen, wie sieht es denn aus mit dem Wald für 2019? Wird es 2019 wieder sehr trocken, dann werden wir enorme Verluste bei der Fichte erleiden. Wir werden wirklich eine enorm hohe Mortalität deswegen haben, weil wir sie umschneiden müssen, wenn der Käfer drin sitzt, bis zum geht nicht mehr. Und dass der Käfer wiederkommt, das habe ich noch nicht angesprochen, das ist nahezu 99,5%, dass es wieder ein schlimmes Käferjahr werden wird, weil wir haben in fast allen Regionen Deutschlands 4 Generationen Borkenkäfer gehabt. Das heißt, jeder Käfer legt, weiß ich nicht auswendig, aber bestimmt mindestens 20 Eier. Ja, und davon schlüpfen 20 Käfer. Die legen dann wieder 20 Eier. Und davon schlüpfen 20 Käfer. Und die legen dann wieder 20 Eier. Und davon schlüpfen 20 Käfer. So, und jetzt haben wir eine vierfache Verzwanzigfachung unseres Käferbestandes, die jetzt aktuell irgendwo in den Fichten drin hocken, ja? Die sich jetzt gerade noch jetzt so richtig schön loslegen mit Fressen und demnächst werden sie genug gefressen haben, die Larven, und werden ausschwärmen. Und dann haben wir eben eine vierfache Potenz an Käferbelastung, die in der ja nicht so wirklich gestärkten Fichtenpopulation, die wir jetzt 2019 dastehen haben, ihr Unwesen treiben wird. Das bedeutet, jede Fichte, die nicht das Glück hat, als Einzelbaum im Laubwald zu stehen, die also dummerweise in der Fichtenmonokultur rumstehen muss, hat ein extrem hohes Risiko, von Borkenkäfern nahezu vernichtet zu werden. Ja? Also kaum eine Chance. Das ist
wenn man jetzt ganz böse sein möchte, dahingehend wieder gut, dass jetzt dann wahrscheinlich auch der letzte Waldbauer kapiert, dass Fichtenmonokultur einfach eine bescheuerte Idee ist heutzutage. Ja? Das ist dahingehend eine ziemliche Katastrophe, dass schlagartig sämtliche Fichtenmonokulturen sehr, sehr stark bedroht sind. Aber jetzt übertreiben wir auch nicht maßlos. Ein Jahr reicht nicht aus, um Deutschlands Fichtenfläche nahtlos komplett radikal zu machen. Das geht jetzt auch wieder nicht. Bisher zumindest. Ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber es ist auch nicht völlig unmöglich. Das wäre dann allerdings eine gigantische Katastrophe, weil halt eben nach wie vor mit circa einem Drittel unserer Waldfläche, nicht ganz, die Fichte der mit Abstand häufigste Waldbaum ist. Und wenn die dann alle weg sind, oder zumindest alle, die in Reinbestand rumstehen, das sind ja auch nicht alle, aber doch viele, dann reicht ein halbes Saarland, also die 115.000 Hektar wieder aufzuforstende Fläche, die wir jetzt letztes Jahr bekommen haben, bei weitem nicht aus, um eben auszudrücken, wie viele Flächen, Hektar Fläche von Wald dann wieder aufgeforstet werden müssen. Aber wer letzte Woche jetzt wieder schön in den Medien geblättert hat, wird mitbekommen haben, dass es teilweise sogar ein paar Prognosen gab und ein paar interessante Berichte über irgendwelche Klimaforscher, beziehungsweise eigentlich eher Witterungsforscher, müsste man sie nennen, die versuchen, die Vegetationsperiode des nächsten Jahres vorherzusagen. Ja? Also eine Prognose abgeben wird 2019 ein Trockenjahr. Ja, nein, vielleicht. Und die Berechnungen, die sie durchgeführt haben, und das war jetzt häufig zu lesen, sagen nahezu alle, ja, es wird nochmal ein Trockenjahr. Das mag einem jetzt Angst machen, wenn man nicht weiß, dass diese Berechnungen nahezu gewürfelt sind. Also die Vorhersage für die kommende Vegetationsperiode ist so unsicher, die wird zwar immer besser, aber sie ist immer noch so unsicher, dass sie völlig für den Eimer ist. Die kann man getrost ignorieren. Das ist total sinnlos, diese Aussage. Sie steht in keinster Weise in irgendeiner wissenschaftlichen Signifikanz, die man auch nur ansatzweise so nennen darf. Es ist Würfeln quasi. Ja? Ich meine, es ist trotzdem schön, dass man in dem Bereich forscht und das ist auch sicher sinnvoll und notwendig und vielleicht kann man es ja eines Tages doch vorhersagen. Wäre extrem praktisch, aber momentan kann man es noch nicht. Und die Chancen, dass wir einen völlig verregneten Sommer mit 8 Wochen Dauerregen bekommen, sind in etwa nahezu genauso hoch, also was heißt genauso hoch, aber es ist genauso eine Möglichkeit wie eben nochmal ein Dürresommer. Also es ist einfach viel zu früh, um sich jetzt Sorgen zu machen, um jetzt Panik zu schieben. Es kann also durchaus noch sein, dass wir einen super trocken, einen super nassen Sommer auch bekommen. Ne? Es ist ja nicht so, nur weil es jetzt die letzten Wochen ein bisschen nass, ein bisschen trocken gewesen ist, muss es automatisch so weitergehen. So funktioniert das Wetter nicht. Das Wetter ist viel zu unbeständig und viel zu schwierig, entsprechend vorherzusagen. Und das gilt auch noch für die Witterung. Witterung ist ja etwas langfristigeres Wetter. Ne? Und das Klima ja sowieso. Beziehungsweise, das lässt sich zumindest noch einigermaßen in langfristigen Trends so ein bisschen abschätzen. Ja? Also mit einer gewissen Signifikanz, die eine Rolle spielen sollte. Ja? Das schon, aber ja, es bleibt nun mal so, dass Wettervorhersage keine besonders exakte Wissenschaft ist. Damals nicht, heute immer noch nicht und in absehbarer Zukunft wird sie es auch noch nicht sein. Soll heißen, jetzt bitte keine Panik schieben, es könnte durchaus sein, dass es ein richtig schön nasser Sommer wird und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Das Problem ist, es müsste wirklich ein richtig nasser Sommer sein, um unsere Probleme tatsächlich zu lösen. Ein nur einigermaßen nasser Sommer würde lediglich verhindern, dass es allzu große Schäden gibt. Aber das Grundwasser bleibt dann auf kritischem Niveau und wir haben 2020 wieder das Problem, dass wir in die Vegetationsperiode mit einem viel zu geringen Grundwasserstand starten. Und Grundwasser, ich hoffe, damit hat sich der eine oder andere schon mal auseinandergesetzt, ist jetzt etwas, das ist nicht völlig egal, auch letztendlich dann nicht mehr für uns. Ob die Fichtenbestände sterben oder nicht, abgesehen vom wirtschaftlichen Schaden, ist das für uns als kleinen Mann relativ
erstmal nicht so spürbar. Kein Grundwasser mehr haben wird spürbar. So, ich denke, so viel zu dem Thema. Habe ich jetzt damit hoffentlich beantwortet. Schnitt und wir machen wieder weiter. So, zweite und letzte Frage und dann habe ich auch keine Lust mehr. Kam per Mail und da ging es darum, inwiefern denn nicht ein Wald in seiner Holzproduktion eine Alternative zur Maisnutzung für Biogasgewinnung sein könnte. So, ich weiß nicht, ob es der Hintergrund gewesen ist, aber interessant ist ja immer, wenn man mit dem Maisfeld anfängt, dann hat man so mehrere Problemchen. Erstens, Biodiversität, blub, ungefähr so bei einer Art. Ja, eine Art, nämlich Mais und dann noch die Monsanto-Fliege. Die gibt es da angeblich auch noch. Die ist nämlich gegen Glyphosat immun und deswegen fliegt sie dann auch rum. Nein, es gibt keine Monsanto-Fliege. Auch die stirbt bei Glyphosateinsatz. Oh, nein, Glyphosat ist zu allem Überfluss auch noch außerdem nur ein Herbizid. Das ist gegen Insekten eigentlich unschädlich. Mit ganz, ganz großen Anführungszeichen. Neueste Erforschungsergebnisse ergeben, dass insbesondere Bienen, also sowohl die Honigbiene als auch Wildbienen, vor allen Dingen letztere sind ja das große Problem, dass die derzeit sehr stark gefährdet sind, was unsere komplette Landwirtschaft dann auch durchaus in einem wirtschaftlichen und auch in einem ernährungsrelevanten Level schädigen würde, wenn die halt aussterben oder sehr stark in ihrem Bestand weiter gefährdet werden, die lieben Wildbienen, also Hummel, ne? Dann wirklich die Wildbiene, aber insbesondere die liebe Hummel. Ich mag die Hummel. Die sind da durchaus sehr kritisch gefährdet. Und wenn die Glyphosat abbekommen, dann sterben sie daran zwar nicht. Das ist nahezu unmöglich, dass die daran sterben. Aber sie werden verwirrt und ihr Orientierungssinn wird geschädigt. Und die finden einfach nicht mehr zurück dahin, wo sie eigentlich hin sollen mit ihrem Honig. Und wenn sie dann ewig lange sonst wo rumschwirren und irgendwann viel zu spät ankommen, dann ist die Honigproduktionsrate erstens mal viel zu gering, dass der Stock, Bienenstock, sage ich jetzt einfach mal, darunter sehr stark leidet. Und zweitens kann es auch sein, dass sie so lange wegbleiben, dass sie einfach gar nicht mehr ankommen und dann halt einfach sterben. Und das reduziert dann wiederum die Produktivität eines solchen Volkes bzw. einer solchen Gruppe, Familie, je nach Art unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt also, Glyphosat, es stellt sich mehr und mehr wohl heraus, dass das Zeug bestenfalls in sehr geringen Mengen, wenn überhaupt, noch angewendet werden sollte. Meiner Meinung nach sollte man das versuchen, so gut wie möglich darauf zu verzichten. Es ist allerdings wirtschaftlich nach wie vor so relevant, dass man das nicht so einfach sagen kann. Also man kann schon so sagen, die Umsetzung ist allerdings nach wie vor schwierig. Wobei ich ja natürlich kein Landwirt bin, sondern nur der Forstmensch. Daher will ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber Maisacker darf kritisch betrachtet werden. Maisacker hingegen allerdings ist wirtschaftlich sehr interessant, weil jedes Jahr Ernte, jedes Jahr ein mehr oder weniger festes Einkommen und so ein Landwirt braucht jedes Jahr Geld, weil er hat jedes Jahr Hunger. Ja. Dementsprechend ist das schon nicht schlecht, wenn man da ein jährliches Einkommen hat. Hingegen ein Wald, ein klassischer Hochwald, ja, der schmeißt alle 100 Jahre gefühlt mal ein bisschen Geld ab. Vielleicht, wenn man Glück hat, auch alle 50 Jahre, je nachdem, wie groß der ist. Und wenn er ganz, ganz groß ist, klar, dann wirft er jedes Jahr was ab, weil er dann so riesig ist, dass du immer mal irgendwo was durchforsten kannst in einer Größenordnung, dass es sich schon wieder lohnt, um damit Geld zu verdienen. Aber wer hat so einen Wald? Ja, die Länder und so ein paar ehemalige Adlige, beziehungsweise die offiziell noch adlig sind, aber nichts mehr zu melden haben. Nichtsdestotrotz haben sie oft viel Wald. Soll heißen, die Alternative, wenn man jetzt sagt, okay, ich pflanze lieber jetzt Buche und Eiche auf meinen Acker anstatt Mais, das ist erstmal ein finanzielles Risiko. Erstmal ein enormes finanzielles Risiko, weil das Zeug, nachdem man es gepflanzt hat, muss ja erstmal wachsen. Und du hast dann auf dem Feld, wo du das jetzt hingepflanzt hast, für im Fall von Eiche mindestens 15 Jahre lang null Erträge. Das musst du erstmal haben, das Kapital, dass du es dir leisten kannst, 15 Jahre lang nichts zu verdienen mit dem Feld. Davor musst du ja noch investieren. Ja, du musst noch die Eichen entsprechend haben oder die Eicheln haben, die du säen möchtest oder die Eichen, die du halt eben pflanzen willst. So oder so.
Das heißt, es ist erstmal ein riesen finanzielles Risiko. Und dann kommt noch erschwerend dazu, selbst unter den Waldbäumen, um mal ein paar Zahlen rauszuhauen. Douglasie als produktivster, gutes Holz produzierender Waldbaum, da sind wir bei so 24 bis 28 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr an Zuwachs. Das ist sehr viel. Die gute alte Fichte, immer noch der Brotbaum der Forstwissenschaft, die mag 18 schaffen, die schafft zum Teil, je nachdem wie man sie anpflanzt, vielleicht sogar noch 20. Da war es dann vielleicht irgendwann mal so Schluss, ne? Erntefestmeter pro Hektar und Jahr. Die Buche, unsere eigentlich natürlich fast überall vorkommende Baumart, Deutschlands Baumart schlechthin, wenn man so möchte, da sind wir bei so 12 bis 14, wenn es gut läuft. Vielleicht auch mal 15, wenn es so richtig gut läuft, aber dann ist auch Schluss. Und bei der Eiche sind wir bei 8. Also, ne? Nur mal so zum Vergleich. Daher einen Eichenenergiewald oder einen Buchenenergiewald, der andere Nachteile hat, dazu komme ich auch gleich, erhebliche Produktionseinbußen, was die reine Holzmenge angeht. Aber warum denn dann bitte überhaupt Eiche? Ja? Erstens mal, die Biodiversität in so einem Eichenwald ist recht hoch, weil Eiche relativ viel Licht auf dem Boden lässt. Das bedeutet, da wächst ein Haufen Zeugs. Das heißt, da sind automatisch schon mal nicht nur Eiche drin in so einem Eichenwald, sondern auch noch die Gräser am Boden, die Flechten an den Bäumen, an den Stämmen vielleicht, die Möschen, die nach unten vorkommen, dann diverse Käfer und Insekten, die eben am Boden was finden können, weil da dann wiederum Gräser und Moose und so weiter und so fort wachsen und es sind auch diverse Blütenpflanzen vorhanden, wo dann wieder das Bienchen kommen kann und sich Honig holen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es in irgendeiner Form mit Glyphosat oder sonstigen Pflanzenschutz, Insektenschutz oder sonstigen Schutzmittelchen in Berührung kommt. Klingt also erstmal toll. So, aber warum jetzt Eiche, wo die doch so langsam wächst? Ja, man könnte theoretisch natürlich auch die Buche nehmen, dann wäre man wachstumstechnisch etwas besser dran, hätte allerdings gleich wieder eine deutlich reduzierte Biodiversität, weil Buche lässt nicht viel Licht auf den Boden. Unter Buche wächst nur eins, nämlich Buche. Wenn man einen Buchenwald mit einer hohen Biodiversität haben, dann muss man einfach schlicht und ergreifend viele tote Buchen auch da rumstehen haben oder rumliegen haben. Stehen ist besser als liegen, aber liegen geht auch. Denn die Biodiversität im Buchenwald kommt durch Pilze und durch Totholz bewohnende Arthropoden meistens zustande, also wieder Insekten. Damit hat der Buchenwald schon, ein alter Buchenwald mit viel totem Holz, schon eine sehr hohe Biodiversität, aber halt eben nicht im pflanzlichen Bereich. Ja? Und auch das Bienchen, um das es hier speziell gehen soll, findet in einem Buchenwald so gut wie nichts zu futtern. Vielleicht findet es ein paar Möglichkeiten, sich zu verstecken und einen schönen Bau, aber eigentlich Nektar zum Schlürfen gibt es da halt leider so gut wie gar nicht. Also Buche scheidet aus. Außerdem scheidet Buche aus wirtschaftlichen Gründen auch aus, weil wenn du einen Energiewald pflanzen möchtest als Alternative zum Maisacker, es geht ja nur darum, dass man hier Energie erzeugen möchte. Ja? Nicht Wertholz, nicht Schränke und Betten und Möbel und Häuser und Türen und Wände, sondern wirklich bloß Brennholz letztendlich. Ja? Eiche, wesentlicher Vorteil, Eiche treibt wieder aus, wenn man sie umgesägt hat. Das heißt, du musst die Investitionskosten, den Eichenwald erstmal zu pflanzen, nur einmal bringen und kannst dann im besten Fall alle 15 Jahre ungefähr oder alle 20 Jahre, sagen wir jetzt mal 15, gehen wir mal von gut aus, kannst du die Eiche radikal umsägen und dann treibt sie einfach wieder aus. Da hast du null Folgekosten. Ja? Du hast nur alle 15 Jahre eben Erntekosten. Du solltest die Eiche dann auch nicht zu lange wachsen lassen, damit sie nicht zu dick wird, damit man sie dann noch mit einem Geholzmähhäcksler, ähnlich wie dann tatsächlich das Maisfeld oder das Weizenfeld, mit dem Mähdrescher quasi drüber fahren kann. Ist ein bisschen ein krasserer Mähdrescher als der normale Mähdrescher, aber es geht immer noch mit dem Mähdrescher. Und da wir unseren Eichenwald ja sowieso auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, sprich schön eben, schön gerade, ohne großes Geröll, ohne große Hügel und so weiter und so fort, gepflanzt haben, müsste das dann eigentlich funktionieren. Okay. Also, was haben wir? Wir haben 15 Jahre keinen Ertrag. Wir haben ein enormes unternehmerisches Risiko, dass in diesen 15 Jahren es sein könnte, dass unser Bestand ausfällt, dass Brennholz nichts mehr wert ist, dass irgendwas anderes passiert. Es ist also finanziell erstmal scheiße unattraktiv für einen Bauer, der bereits einen Maisacker hat und die Fläche alternativ als Maisacker nutzen könnte, da jetzt alternativ die Eiche draufzustellen. So,
Dafür hätten wir dann aber eine wirklich deutliche Erhöhung der Biodiversität. Und die Bienchen würden sich freuen. Und generell auf Kleinflächen könnte man doch mal über sowas nachdenken, wenn man ein ganz großer Landwirt ist. Willst ja nur mal in den Raum geschmissen haben. Aber aufgrund der auch relativ geringen Produktivität, wie gesagt, Eiche mit ihren 6 Erntefestmetern pro Hektar und Jahr, also so 6 bis, sagen wir mal 8. Sagen wir, es sind 8. Von mir aus lass es 9 oder 10 sein, bleibt immer noch produktivitätstechnisch ziemlich mau. Ja? Da gibt es bessere Baumarten. Wechseln wir doch einfach mal die Baumart. Gehen wir mal weg von dem Zeug, was da wahrscheinlich sogar natürlich einigermaßen vorkommen würde, also Eiche, Buche, hin zur Pappel und zur Weide. Und dann sind wir in der Kurzumtriebsplantage, auch Kupp genannt. Da haben wir dann nämlich jetzt noch Produktivitäten, die sind erheblich interessanter und die Produktionszeiträume sind erheblich geringer, was dann das finanzielle Risiko und die Zeit, die man warten muss mit null Ertrag, auch nochmal deutlich reduziert. Denn so eine, sagen wir mal, Pappelplantage. Ja? Es ist dann eine Plantage. Es ist dann ganz bewusst eine Plantage, so wie der Fichtenacker im Wald auch eine Plantage ist. Nur ist es hier in diesem Fall eine ganz gewollte und auf hohe Effizienz und hohe Produktivität. Okay, das ist im Fichtenacker im Wald auch nicht anders. Aber nur für Brennholz ausgelegte Plantage. So, und da haben wir jetzt Zuwächse, die liegen noch über der Douglasie, deutlich über der Douglasie. Es gibt Kups, Kurzumtriebsplantagen auf landwirtschaftlichen Flächen, die eben sogar 30 Erntefestmeter pro Hektar und Jahr erreichen. Es soll welche geben, die sind da sogar noch drüber. Die Forschung ist sich da noch nicht so ganz einig. Wir reden hier ja jetzt immer noch von einer landwirtschaftlichen Nutzfläche. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist ein großer Vorteil, den der Bauer hat im Vergleich zu, also mit der Kupp, einer Kurzumtriebsplantage im Vergleich zu einem Maisacker, ist, er muss fast nicht mehr düngen. Ganz ohne Düngung wird auch nicht funktionieren, weil doch die Auslaugung des Bodens durch die ständige Ernte von dem Holz, was da dasteht, relativ hoch ist. Also ein bisschen düngen wird man noch müssen, aber man kommt wirklich mit einem Bruchteil des Düngers aus, den alternativen Maisacker brauchen würde. Dünger kostet Geld, weniger düngen spart Geld. Das ist dann sicherlich nochmal ein finanzieller Faktor, der positiv in Richtung Kupp tangieren würde. Man hat da jetzt auch mal ein paar wirtschaftliche Szenarien durchgerechnet und es gibt schon Fälle, in denen Kurzumtriebsplantagen wirtschaftlicher wären als zumindest Weizenanbau. Ja? Bei einer vollen landwirtschaftlichen, klassischen, konventionellen landwirtschaftlichen Weizenanbau-Variante ist die Kupp je nachdem zwischen 25-40% ertragsreicher bzw. gewinnbringender durch Kostenreduktion. Ja, man muss viel weniger mit dem Mähdrescher rumfahren, immer nur dann, wenn Kurzernte ist. Man hat einmal Initialkosten, um das Ganze zu pflanzen und danach wächst immer wieder von alleine nach. Wenn man es abschneidet, wächst es wieder nach. Wenn man es abschneidet, wächst es wieder nach und so weiter und so fort. Also ein Großteil der Gewinns kommt einfach durch die Kostenreduktion gegenüber der klassischen landwirtschaftlichen Nutzung. Aber leider haben eben die entsprechenden Versuche, die man durchgerechnet hat, auch ergeben. Es kann zwar sein, dass man 40% mehr verdient, es kann aber auch sein, dass man überhaupt nicht mehr verdient und dann ist man pleite. Ja? Und das Risiko will bisher kaum ein Landwirt eingehen, beziehungsweise Kurzumtriebsplantagen entstehen ab und zu mal da, wo es ohnehin nicht weh tut, wenn sie da steht, wo vorher sowieso gar nichts angepflanzt wurde. Wenn man mal so durch die Landschaft fährt, in Bereichen, wo es zum Beispiel viele Streuobstwiesen gibt, dann findet man jetzt in den letzten Jahren zunehmend hin und wieder mal innerhalb dieser Streuobstwiesen auch mal einen Streifen Pappel. Ja, zur Energieholzproduktion. Ich finde das super. Und das ist sicherlich eine sinnvolle Nutzung von diesen Wiesen, zumal man ja nicht die ganze Wiese gleich nutzt. Also die Bienchen kriegen auch noch was. Pappel hätte halt wieder im Gegensatz zum Eichenwald den Nachteil, für die Bienchen wieder nichts. So eine Pappelplantage ist immer noch von der Biodiversität besser als das Maisfeld, aber nicht mehr viel besser. Ein bisschen ist aber ja schon immerhin etwas. Aber was eine Pappelplantage im Vergleich zum Maisfeld zum Beispiel kann, ist Vögeln noch einen Rückzugsraum bieten. So ein Maisfeld, jedes Jahr ist es wieder weg. Alle paar Monate genau genommen ist es wieder weg.
komplett. So eine Pappelplantage, die mag jetzt auch nicht bis in alle Ewigkeit da stehen, aber es sind immerhin wieder mal ein paar Jahre zwischendurch. Also heißt, ein Vogel kann da drin zum Beispiel nisten und muss keine Angst haben, dass ihm zwischendurch sein Nest, also außer in dem Jahr, in dem gerade geerntet wird, aber es ist zumindest potenziell möglich. Es ist mehr Potenzial da und man könnte ja gegebenenfalls, es gibt noch Forschungsbedarf. Es gibt noch Forschungsbedarf, ich fasse mich kurz. Jedenfalls ein bisschen besser von der Biodiversität her ist es. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, die Reduktion der Düngermenge, die Reduktion des Aufwands, das Selbstwachsen dieser Pappelplantagen, die massive Reduktion von irgendwelchen Giftstoffen, die in diesen Pappelwäldern deutlich weniger notwendig wären. Pflanzenschutzmittel wären deutlich weniger erforderlich als im Maisanbau etc. pp. Etc. pp. So. Warum ist Mais immer noch toll und warum wird Mais bis auf absehbare Zeit nach wie vor die wirtschaftlichste Art und Weise sein, um Biogas zu produzieren? Warum macht man das immer noch aus Mais? Warum vergast man Essen, um es dann eben meinetwegen fürs Autofahren zu verwenden oder für die Heizung? Weil, was in dieser Diskussion meiner Meinung nach viel zu kurz kommt, Mais ist eine C4-Pflanze. Es gibt ein paar Gräser und artverwandte Arten, Mais ist ein Gras, die leider zu den C4-Pflanzen gehören. Ich nehme Ihnen das übel. Bäume sollten zu den C4-Pflanzen gehören. Das wäre doch mal was. Und eine C4-Pflanze gibt es, wie gesagt, gar nicht so viele Arten auf dem Planeten, die das können. Aber die C4-Pflanzen sind, haben eine höhere Photosynthese-Effektivität. Soll heißen, nix wächst schneller und besser und effizienter und produziert mehr Biomasse pro Zeit als eine C4-Pflanze, weil sie einfach eine viel bessere Photosyntheseleistung hat. Ja? Innerhalb der C3-Pflanzen, also die normalen, gibt es kaum Unterschiede in der Effizienz der Photosynthese. Sie liegt bei etwa 1,5% Wirkungsgrad. Bei den C4-Pflanzen gibt es auch kaum Unterschiede innerhalb der Effizienz der Photosynthese, aber sie liegt bei 2,5% Wirkungsgrad. Ganz grob. Nagelt mich bitte nicht mit diesen Prozentangaben fest. Das ist nur das, was mir jetzt gerade spontan im Hirn plötzlich auftaucht. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. aber mit den 1,5 bin ich mir ziemlich sicher. Und bei den C4-Pflanzen nahezu fast das Doppelte. Also ist schon Wahnsinn. Und so gesehen ist Mais gar nicht so blöd, ne? Von der Effizienz her. Maisfelder mögen hässlich sein. Maisfelder mögen uns auf die Nerven gehen. Maisfelder mögen unter anderem zur Überpopulation des Wildschweins beitragen. Die Vermeisung der Landschaft. Niemand freut sich drüber. Aber wenn es darum geht, Biogas effizient zu produzieren, dann kommen wir mit der Kurzumtriebsplantage leider nicht an die Effizienz von Mais ran, weil Mais eine C4-Pflanze ist und bleibt. Wir müssten also bewusst Effizienz einbüßen, um zu sagen, wir hätten aber gerne lieber mehr Biodiversität, eine bessere Biodiversität und einfach eine abwechslungsreichere Landwirtschaft, indem wir auf Mais verzichten und mehr Kurzumtriebsplantagen aufstellen zur Energieholzerzeugung, was man übrigens auch vergasen kann, um damit dann eben entsprechend ein Auto anzutreiben. Aus wirtschaftlicher Sicht, das habe ich vergessen, ist Mais natürlich dahingehend noch spannend, weil Energieholz, da kannst du eine Sache mitmachen, nämlich Energie. Mit Mais, den kannst du verfüttern, den kannst du selber fressen und den kannst du vergasen. Ja? Also der hat mindestens 3 Anwendungsgebiete. Natürlich hängt das noch ein bisschen von der Sorte ab und so weiter und so fort, aber grundsätzlich hast du schon mal mehr Möglichkeiten, den zu vermarkten. Ne? Also sollte der Futtermaismarkt zusammenbrechen, ja, dann verkaufst du deinen Mais halt an die Biogasanlage. Sollten die Zombies kommen und alle Leute auffressen und die Welt untergehen, ja, dann kannst du deinen Mais noch selber essen. Ne? Also hast du schon vergleichsweise viele Möglichkeiten mit so einem Maisfeld. Eine Kurzumtriebsplantage kannst du nicht fressen und eine Kurzumtriebsplantage, gut, du kannst dir einen Stock daraus schneiden, um die Zombies abzuwehren. Aber das war's dann auch mit der Multi-Usability, ne? Langfristig hängt es vielleicht ein bisschen am Dünger.
Vielleicht hängt es ein bisschen am Dünger, wie effizient wir noch werden im Düngen von Maisfeldern. Ob wir es schaffen, eine Düngung von Maisfeldern hinzukriegen, die kaum noch negative Aspekte für den Rest der Umwelt hat. Ob wir es schaffen, möglichst pflanzenschutzmittelfrei Mais zu produzieren oder mit einem Minimum an Pflanzenschutzmitteln Mais zu produzieren. Und wenn uns beides nicht gelingt, effiziente Dünger- und Pflanzenschutzmittelnutzung, dann wird vielleicht nach und nach die KUP, die Kurzumtriebsplantage für die Biomasse-Energieerzeugung mehr interessant. Noch eine gute Nachricht, die C4-Pflanzen produzieren weniger von einer erhöhten CO2-Konzentration in der Atmosphäre, als es die C3-Pflanzen tun. Heißt, wenn wir schön weiter CO2 in die Atmosphäre pusten, was wir ja fleißig tun, dann wird irgendwann der Punkt erreicht sein, an dem die C3-Pflanze fast genauso effizient ist wie die C4-Pflanze. Und spätestens dann, da sind wir ohnehin alle tot, aber dann wird auf den Überresten unserer Zivilisation die Pappelplantage neben dem Maisacker gleichwertig und gleich schnell Biomasse produzieren. Na? Das ist doch ein schönes Szenario. Gut, jetzt habe ich aber wirklich viel erzählt. Bin durch. Nächstes Mal gibt es dann wieder ein bisschen was Aufwendigeres, Produziertes, aber das war jetzt einfach Zeug, das wollte ich jetzt mal raushauen, musste jetzt mal sein. Und zurück zum Alltagsgeschäft und ihr lasst euch bitte nicht betüxen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.